Hallo meine Lieben, ich bin hier Amtsgericht Böblingen und war eben drüben beim Arbeitsamt. Hier ist ja auch das Jobcenter im gleichen Gebäude, wie ihr hier seht. Es gibt News. Ich hatte ja beim Amtsgericht Leonberg versucht, den Betreuer zu verpflichten lassen, dass er meiner Bewerbung zur OB-Wahl Kornwestheim zustimmen muss, sowie der Wählbarkeitsbescheinigung. AZ 8C225 aus 23. Die Richterin hat es ans Amtsgericht Böblingen verwiesen. Erst gab es kein Aktenzeichen, jetzt bin ich wieder hoch zu der netten Sachbearbeiterin hier im Amtsgericht im dritten Stock. Und sie hat mir jetzt das Aktenzeichen gegeben. Oh Wunder! Ist jetzt mir hier drauf geschrieben, könnt ihr sehen? Es ist das gleiche Aktenzeichen wie mein Betreuungsverfahren. Dabei hatte ich den Betreuer Burkhardt, den Betreuungsrichter, also den Notar Burkhardt, bereits wegen Befangenheit abgelehnt. Ihr wisst ja, er betreibt regelmäßig Rechtsbeugung zusammen mit meinem mutmaßlich geisteskranken Betreuer Robert Keller. Ja, das müsste ein ganz anderer Notar und Betreuungsrichter entscheiden. Notar Henn war ein Korrektor, der hat diesen kranken Kriminellen 2016 schon dargelegt, dass es keine Rechtsgrundlage gibt, mich überhaupt unter Betreuung zu stellen, oder dass es absolut keinen Sinn macht. Und das Betreuungsrecht wurde ja jetzt verschärft zum 01.01.2023. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, erstens hat der Betreuer ja gemeint, er hat keine Zeit, eine Wählbarkeitsbescheinigung für mich zu erstellen lassen. Und zweitens, ich dürfte ja nur 3 Stunden arbeiten, somit könnte ich den Bürgermeisterjob nicht bewältigen. Aber ihr wisst ja hier, mit diesem Schreiben, das war schon letztes Jahr, hat er mich am 28.11.2022 nötigen wollen, dass ich mich beim Arbeitsamt melde und wollte mir meine Erwerbsunfähigkeitsrente wegmachen. Habe ich eben gemacht. Ich bin gerade zum Arbeitsamt. Da waren 2 nette junge Männer. Ich habe denen erklärt, ich melde mich jetzt hier, weil mein Betreuer mich dazu nötigt, weil er mir sonst angedroht hat, meine Erwerbsunfähigkeitsrente wegnehmen zu lassen. Sie haben gemeint, das würde gar nicht gehen, aber ich könnte morgen früh zu den Öffnungszeiten wiederkommen. Da sage ich, ja, ich verstehe das schon, aber mein Betreuer wahrscheinlich nicht. Ich habe zu denen gemeint, ja, ob sie denn nicht irgendwie eine amtsärztliche Untersuchung anregen können oder dass ich zum medizinischen Dienst muss oder so. Und haben sie halt gesagt, ich soll zu den Öffnungszeiten nochmal kommen, was ich natürlich mache. Und ach, apropos diesem Aktenzeichen, die OB-Wahl Kornwestheim, die Bewerbungsphase hat ja heute um 0.01 Uhr gestartet. Wie ihr meinen anderen Videos und so entnehmen könnt, habe ich ja auch meine Bewerbung eingeworfen. Fristgerecht. Das Problem ist nur, am Mittwoch ist schon Bewerbungsschluss. Jetzt hat die mir gesagt, es wäre heute eine Post an mich rausgegangen zu dieser Sache. Ja, nur komisch. Dann bin ich mal gespannt, ob diese Post auch wirklich morgen bei mir ist. Denn ihr wisst ja noch, wo es um die Anhörung ging zu meiner Betreuung. Die zweite Anhörung hat Notar Burkhardt mutmaßlich ein Schreiben am 26.05. erstellt, also am 30.05. in die Post. Da habe ich ja den 31.05. oder so Poststempel. Somit war es ja Mitte Juni bei mir oder Anfang Juni. Und er wusste genau, wie der Betreuer, dass ich da mit den Kiddies im Urlaub bin und nicht zu dem Anhörungstermin erscheinen kann. Den muss man mindestens eine Woche vorher ankündigen. Und dann hat er insheim Beschluss, dass ich 2 Jahre weiterer Betreuung bedarf, damit begründet, ich wäre nicht krankheitseinsichtig, deswegen wäre ich zum Anhörungstermin nicht gekommen. Also kriminell hochziehen. Und ich hoffe, die Polizei, Staatsanwaltschaft, alle schauen dieses Video und kriegen dieses kriminelle Pack, diese kriminelle Vereinigung mit meinem Fall endlich hinter Gittern. Weil das passiert schon über 30 Jahre. Peace out. Hab euch lieb. Bleibt stark.